Mal ehrlich, billige Nudeln aus Weißmehl sind totaler Schrott und konventionelles Brot ist ein blähender Füllstoff. Fast alle Getreideprodukte unserer Gesellschaft sind ein ziemliches Desaster. Aber ehrlich, hat es die Natur verbockt und mit dem Getreidekorn ein böses Grundnahrungsmittel erschaffen? Ich denke nicht. Und Getreide ist auch schon viel länger in der menschlichen Ernährung nachweisbar, als es den Ackerbau gibt. Die Natur macht keine Fehler. Aber unsere Zivilisation hat aus den meisten Lebensmitteln einfach leider verkümmerte Nahrungsmittel gemacht, in denen kaum noch Lebenskraft steckt. Mit diesem Video möchte ich den besten Weg zeigen, wie du ein simples Grundnahrungsmittel wie Getreide wirklich aufwerten kannst. So wird dieses Lebensmittel unendlich wertvoll, denn du hast Getreide bisher immer falsch gegessen. Mit diesem Hack explodieren Brot, Pizza und Müsli zur Nährstoffbombe. Los geht's! Wir starten direkt rein und ich sag euch, was die Lösung ist: der Keimprozess. Seit vielen Jahren sind Keimlinge und Sprossen ein bedeutsamer Trend in der Gesundheitsszene. In den letzten Jahren ist das Interesse an Keimlingen und Sprossen auch massiv angestiegen. Da sie eine hohe Vitalstoffdichte haben, der Gehalt an Vitalstoffen gegenüber ungekeimten Samen höher ist bzw. höher sein soll, es nicht so industriell verarbeitete Lebensmittel sind, viele verschiedene Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte und Samen zum Keimen taugen und es ist sowas wie Clean Food, also frei von jeglichen Zusätzen. Es ist einfach ein kostengünstiges Verfahren und es braucht auch nur ziemlich wenig Platz zu Hause. Es kann ohne komplizierte Geräte durchgeführt werden und es ist eine ziemlich schnelle Produktion. Also man braucht eigentlich nur 2, 3 Tage. Und dann hat man viel mehr Ertrag als vorher. Die Hauptargumente für Sprossen und Keimlinge sind die Vitalstoffdichte, die einfache Herstellung und dass sie das Idealbild eines gesunden, vitalstoffreichen Lebensmittels darstellen. Für die Keimung werden viele Arten von Getreide, Hülsenfrüchte, Nüssen und Samen verwendet, die auch in ungekeimter Form wichtiger Teil der Ernährung des Menschen sind. Dazu zählen all diese Lebensmittel, die ich jetzt hier einmal einblende. Und du kannst ein kurzes Screenshot machen, wenn dich das interessiert. Ich mache direkt weiter. Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Keimlingen wie dem beträchtlichen Gehalt an Vitalstoffen und bioaktiven Stoffen sind sie ein hervorragendes Mittel zur Verbesserung der Verträglichkeit sowie Abwechslung bei Salaten, Bowls und Snacks. Gleichzeitig sind sie ein Mittel, um eine Vielzahl von herzhaften und süßen Gerichten aufzuwerten. Hauptsächlich werden Sprossen und Keimlinge pur als Zutaten zu Gerichten und in Smoothies verwendet. Es gibt daneben aber auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten. Ein neuer Trend ist die Ergänzung von Brot mit Mehl aus gekeimtem Getreide und Pseudogetreide. Das gekeimte, getrocknete Getreide kann auch zur Herstellung von Nudeln, Pizza, Brot und Brei verwendet werden. Eine Spezialform stellt Weizengras und Gerstengras dar. Sie sind beliebt als frischer Saft und in Form von Tabletten, Kapseln und flüssigen Konzentraten. Sie sind reich an Chlorophyll, Vitaminen und Mineralstoffen. Jetzt komme ich aber zur entscheidenden Frage, denn gibt es dafür wirklich wissenschaftliche Beweise? Und genau dafür ist dieses Video da. Bei meiner Recherche habe ich nämlich gesehen, dass die Mehrheit derjenigen, die sich mit Keimlingen und Mikrogrünen beschäftigen, einfach davon ausgehen, dass sich der Nährstoffgehalt von gekeimten Samen und Körnern verbessert, weil es so seit Jahren als Mantra durch die Gesundheitsszene getragen wird. Aber kaum einer kann wirklich Daten vorlegen, die das Argument stützen. Daher habe ich geschaut, was die Profis der Analysen und Daten dazu sagen. Dafür bin ich in die wissenschaftliche Datenwelt eingetaucht. Ich war erstaunt, wie viele Forscher sich mit dem Keimen und den dabei ablaufenden Prozessen beschäftigen. Die biochemischen Prozesse, ernährungsphysiologischen Vorteile und Verarbeitungsmöglichkeiten von gekeimten Körnern werden seit Jahren eingehend erforscht. Die Hauptabsicht liegt jedoch nicht darin, den Gesundheitsinteressierten Argumente für oder gegen das Nutzen des Keims zu liefern, sondern der Functional Food, der Pharmaindustrie, der Kosmetikindustrie Daten zu liefern, wie sich der Nährstoffgehalt einzelner Rohstoffe erhöhen lässt. Der an der Industrie ausgerichteten Forschung lässt sich auch etwas Erfreuliches abgewinnen, denn so wird die Methode des Keims optimiert. Und vielleicht sind in der Zukunft nährstoffreichere Produkte aus Getreide auch im Mainstream erhältlich. Also, die berichteten Ergebnisse können nicht verallgemeinert werden, denn das Keimen ist keine genau definierte Methode, denn sie hängt vom Wachstumsstadium des Keimlings ab, den Keimbedingungen wie Temperatur, Länge, Einweichen, Luftzufuhr, Lichtzufuhr, also wie viel Licht da ist, etc. Das kann sich alles auch von Versuch zu Versuch stark unterscheiden. Zum Beispiel macht es einen großen Unterschied für die Prozesse im Dinkelkorn, ob es 3 Tage bei 20 Grad oder 5 Tage bei 25 Grad keimt. Halt dir mal vor Augen, dass aus einem einzigen Millimeter bis einem Zentimeter großen Samen, also so klein,
nach Wochen und vielen Monaten oder Jahren eine bis zu 2 Meter große Pflanze oder ein Baum wird. Also, da kann ziemlich viel Verschiedenes passieren. Auf jeden Fall enthält der kleine Keimling im Samenkorn alle Anlagen für diese Pflanze, die hoch über die Erde hinaus wachsen und neue Samen hervorbringen soll. Wird dieses Samenkorn in Wasser eingelegt, vervielfacht es sein Gewicht und der Stoffwechsel erwacht zum Leben. Dies wirkt sich auf viele Eigenschaften wie Farbe, Konsistenz, Geschmack und Verdaulichkeit aus. Dabei werden Pflanzenhormone und Enzyme aktiviert, die die Speicherstoffe im Korn, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, aufspalten und die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe verbessern. Aus langen entstehen kürzere Stärkeketten und Zuckerverbindungen. Eiweiße werden in Aminosäuren zerlegt und Fette werden zu gut verwertbaren Fettsäuren umgebaut. Interessant ist, dass gekeimte Getreidekörner höhere Mengen an essentiellen Aminosäuren enthalten, die wertvoll für die Eiweißbildung im menschlichen Körper sind. Allerdings ist der Effekt sehr von der Sorte und der Keimungsdauer abhängig. Das sieht man auch hier, hier und hier. Die in der Zellwand von Getreidekörnern reichlich gebundenen Beta-Glucane werden ebenfalls freigesetzt und als Kohlenhydrate für die Energiegewinnung genutzt. Auch bei den Ballaststoffen tut sich etwas. Es gibt sowohl Sorten, bei denen sich der Gehalt vermehrt, also zum Beispiel bei der Gerste, als auch Samen, die während des Keims Ballaststoffe abbauen. Außerdem entstehen beim Keimvorgang Vitamine, also sowas wie Vitamin C, Vitamin E und B-Vitamine, sowie Omega-3-Fettsäuren. Substanzen, die die Verdauung hemmen, zum Beispiel Phytinsäure oder schlecht verträglich sind, werden in der Regel zu unseren Gunsten beim Keimprozess abgebaut. Die neu entstehenden Stoffwechselsubstanzen zeigen im Vergleich zu nicht gekeimten Samen ein viel breiteres Spektrum an biologischen Gesundheitseffekten. Die meisten Menschen empfinden gekeimte Samen als sehr gut verträglich. Selbst in größeren Mengen liegen sie auch den meisten nicht schwer im Magen. Und wenn du schon Erfahrungen mit Keimlingen und Sprossen gemacht hast, teile die gerne in den Kommentaren unter dem Video und lass uns wissen, was du denkst. Bisher habe ich ziemlich viel gezeigt und bestätigt, ja, Keimen wirkt sich positiv auf den Nährstoffgehalt und die gesundheitlichen Eigenschaften von Samen aus. Aber es bleiben noch weitere Fragen. Wie groß fällt denn der Unterschied zwischen ungekeimten und gekeimten Samen aus? Welche Veränderungen hat man speziell bei Getreide bisher gefunden? Kann man die Erkenntnisse auch auf die Anwendung zu Hause übertragen oder ist das alles nur irgendwie im Elfenbeinturm aus dem Labor? Also, schauen wir uns das mal an und gehen zum ersten Thema, die Fette. Die größte Veränderung bei den Fetten ist die Abspaltung der einzelnen Fettsäuren. In kleinerem Maßen findet auch eine Neubildung von Fettsäuren statt. Dies ist ein Prozess, der erst nach einigen Tagen Keimdauer richtig an Fahrt aufnimmt. Der Forscher Özturk und seine Mitarbeiter haben festgestellt, dass das Keimen einen signifikanten Einfluss auf die Fettsäurenzusammensetzung von Weizenkeimlingen hat. Der Gehalt an Linolensäure, also Omega-3, nahm zu, während die Menge an Ölsäure und Linolsäure, also Omega-6, abnahm. Das ist richtig, richtig krass. Also durch den Keimprozess steigt das Omega-3 und sinkt das Omega-6. Das ist genau das, was wir oft haben wollen. Nach 3 Tagen Keimung waren noch Palmitinsäure, Linolsäure und Ölsäure die am stärksten vertretensten Fettsäuren in Weizensprossen. Weiter geht's mit der Phytinsäure. Es gibt ja auch das Problem Phytinsäure, weshalb viele Influencer so aus dem Internet pflanzliche Grundnahrungsmittel wie Getreide oder Hülsenfrüchte richtig doll verteufeln. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, wie sich das Keimen auf die enthaltene Phytinsäure auswirkt. Phytinsäure dient Pflanzen wie Getreide und Ölsaaten als Speicher für vor allem Phosphat und andere Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Calcium. Und genau diese Mineralstoffe braucht der Keimling zum Wachsen. In einer Pflanzen, vor allem in einer getreidereichen pflanzlichen Ernährung, wird die Phytinsäure als Herausforderung angesehen, denn sie ist eigentlich überall enthalten. Aber sie kann eben auch Mineralstoffe binden und das Ganze führt dann zu einem Nährstoffmangel oder so sagen es manche, könnte zu einem Nährstoffmangel führen. Ich halte davon nicht ganz so viel, aber ich führe das hier trotzdem mal auf, denn der Körper kann mit einem gewissen Maß an Phytinsäure auch wirklich gut umgehen. Also, da wir hier ein bisschen wissenschaftlich arbeiten wollen, untermauere ich das Ganze noch mit 3 Studien, denn man kann sehen, dass Phytinsäure wirklich nur zu einem Mineralstoffmangel führen kann, wenn man sich sehr, sehr einseitig nur von Getreide und Getreideprodukten ernährt. Beim Phytinsäuregehalt gehören zu den Spitzenreitern Erdnüsse, Sojabohnen, Getreidearten und Reis. Aber wichtig,
Es ist das ganze Korn gemeint, da Phytinsäure in Getreide vorwiegend in den Randschichten und im Reis im Silberhäutchen vorkommt. Daher sind Kleie, Weizenkeime und Vollkornmehle besonders reich an Phytinsäure. Es gibt aber viele Wege, die die Phytinsäure reduzieren. Neben dem Kochen und der Fermentierung von Sauerteig zum Beispiel beim Brotbacken ist das Keimen einer dieser Methoden, welche die Phytinsäure in Getreide, Samen und Hülsenfrüchte vermindert. Bei vielen Samensorten sind Keimung und Fermentierung die effektivsten Methoden, um Phytinsäure abzubauen. Also kombinier das am besten und nimm gekeimtes Sauerteigbrot. Der Grund dafür ist, dass es während des Keimens zu einer Steigerung der Aktivität des Enzyms Phytase kommt, welches die Phytinsäure eben abbaut. Die höchste Aktivität erreicht das Enzym nach ein paar Tagen. Wie das genau bei verschiedenen Getreidesorten aussieht, blende ich hier einmal ein. Die Menge an Phytinsäure in den Samen nimmt also deutlich ab und dabei werden die von der Phytinsäure gebundenen Mineralstoffe freigesetzt. Besser kann es also gar nicht laufen, denn so haben wir gleich einen doppelten Nutzen durch das Keimen. Da die Aktivität der Phytase je nach Samenart recht unterschiedlich ist, nimmt auch der Phytinsäuregehalt während der Keimung ungleichmäßig ab. Hier blende ich zwei Beispiele ein, einmal für Reis und einmal für Sorghum. Nun kommen wir nach den Fetten und der Phytinsäure zum nächsten Thema, den Mineralstoffen. Die Veränderungen bei den Mineralstoffen sind sehr an das Stadium der Keimung gebunden. Mehrere Forscher berichten, dass viele der Mineralien anfangs erstmal abnehmen und später aber über den Ausgangswert der ungekeimten Samen liegen. Seltener, dass das Gegenteil passiert. Die Keimung führt in einer Studie zu einem Rückgang der Calciumkonzentration in Gerste und in Weizen und zu einem Anstieg der Magnesiumkonzentration in Gerste und Hafer und auch in Weizen. Bei Mais nahm der Gehalt an den wichtigsten Mineralstoffen, also Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium und Phosphor, nach 2 Tagen der Keimung tendenziell ab. Das heißt, wenn man Mais keimt, lieber ein bisschen kürzer. Und dann steigt er aber wieder an, 6 Tage danach, aber dann kannst du die Pflanze eben nicht mehr essen. Auch Buchweizen legte beachtlich zu. 11 Mineralien waren zwischen 15% und 266% erhöht durch die Keimung. Ähnliche Ergebnisse fanden Forscher bei Hirse, Sorghum und Amaranth. Der deutliche Aufwärtstrend während der Keimzeit gilt auch für die Spurenelemente, also Eisen, Zink, Mangan, Kupfer und Kobalt. Mit abnehmendem Phytinsäuregehalt nimmt die Bioverfügbarkeit von Phosphor und Mineralien zu. Das liegt daran eben, dass die Phytinsäure diese Mineralien freimacht. Das habe ich im Video ein bisschen vorher erklärt. Calcium stieg von 77% im ganzen Korn auf 90% an nach 96 Stunden Keimung. Bei Eisen 18% auf 37% und auch Zink war deutlich bioverfügbarer von 65% auf 85%. Unter anderen Bedingungen beobachteten Wissenschaftler eine Bioverfügbarkeit von Zink und Eisen von 15 bzw. 14% in gekeimten Weizen, die auf 27 bzw. 37% im mit warmem Wasser behandelten gekeimten Weizen anstieg. Also überall stiegen diese Stoffe an. Eine Forschergruppe verglich auch den Mineralien- und Antioxidantiengehalt vom Weizengrassaft mit Apfel, Rote Beete, Karotten, Orangen und Zitronensaft. Weizengrassaft schnitt bei den bioverfügbaren Konzentrationen von Calcium, Magnesium, Mangan, Eisen, Zink und auch bei den Antioxidantien als klarer Sieger ab gegenüber diesem Obst. Der nächste Punkt sind jetzt die Vitamine und Antioxidantien. Auch hier gibt es mehr Vitamine und Antioxidantien durch das Keimen. Schon allein diese Info ist ein Like wert, also bitte Daumen hoch für dieses Video. Doch schauen wir uns mal die einzelnen Vitamine genauer an. In Weizen kommt es nach 24 Stunden Einweichen und 7 Tagen Keimung zu einem Anstieg der Menge des Beta-Carotins, zusammen mit den Antioxidantien Ferulasäure und Vanillinsäure. Der Vitamin-C-Gehalt in Getreide ist im Allgemeinen sehr niedrig, wenn überhaupt messbar. In einigen Studien wurde jedoch eine deutlich höhere Vitamin-C-Konzentration in gekeimter Gerste gemessen und auch in gekeimten Weizen, was nur durch die Neubildung von Vitamin C erklärt werden kann. Weizen enthält auch schon in ungekeimter Form alle 4 Vitamin-E-Formen. Der Keimling bildet reichlich weitere Vitamin-E-Formen. Die 4 Formen steigen um das 3,56-fache, um das 2,3-fache oder das 2,6-fache an. Ein signifikant höherer Gehalt an Gesamttocopherol wurde auch für gekeimten Reis berichtet, wo es eine wichtige Rolle bei der Verhinderung der Oxidation von Fetten während der Keimlingsentwicklung spielt, weil Vitamin E ist eben im Schützen für die Fette. Auch bei gekeimten Sonnenblumenkernen stellten Forscher eine Steigerung des Gehalts an Alpha-Tocopherol
und auch an GABA fest. Die B-Vitamine sind ganz wesentliche Faktoren in unserem gesamten Energiestoffwechsel. Daher sind sie natürlich auch für den Keimling lebensnotwendig. Und es ist zu erwarten, dass sich auch die B-Vitamine während des Keimprozesses anreichern. In einer Studie wurde gekeimter Weizen und Roggen genau daraufhin analysiert. Der Vitamin B1-Gehalt in Weizen- und Roggenkörnern blieb konstant, während der Vitamin B2-Gehalt während der Keimung über 5 Tage bei 20 Grad auf das 2,7 bzw. 2,9-fache Anstieg, also 2- bis 3-fach. Eine andere Studie stellte hingegen steigende Vitamin B1-Werte während der Keimung fest. Das Vitamin B1 stammt allerdings überwiegend aus Proteinbindung und wird durch den Abbau der Proteine frei und damit für uns bioverfügbar. Während des weiteren Wachstums des Keimlings erhöht sich der Vitamin B1-Gehalt durch die Neubildung weiter. Folsäure ist auch ein wichtiges B-Vitamin. Während der Keimung kam es in einer Untersuchung zu einem zeit- und temperaturabhängigen Anstieg der Folsäuremenge. Die maximale 3,6-fache Konzentration wurde nach 100 Stunden Keimung bei 20 und 25 Grad erreicht. Die Keimung von Weizen konnte je nach Temperatur zu einem 3- bis 4-fach höheren Folsäuregehalt führen. Der Folsäuregehalt sowohl in Mehl als auch im Brot stieg um das 1,5- bis 4-fache, je nachdem, wie viel Mehl durch Keimmehl ersetzt wurde. Das Ergebnis war sogar doppelt positiv. Das Fladenbrot, das mit 50% gesiebtem Keimmehl gebacken wurde, war hinsichtlich Farbe und Konsistenz akzeptabel für alle Käufer. Das Brot hatte aber einen Folsäuregehalt, der 66% höher war im Vergleich zum Fladenbrot ohne Keimmehl. Also mega, mega genial und unauffällig. Jetzt geht es zu den Antioxidantien. Antioxidative Fähigkeiten sind etwas, was man bei kleinen Getreidekeimlingen nicht unbedingt sucht, eher bei Obst und Gemüse. Aber die Wirklichkeit ist anders. Auch Getreide und andere Keimlinge besitzen zu ihrem Schutz Antioxidantien. Und da Samen beim Keimen wachsen und mehr Schutz brauchen, vermehren sich bei diesem Prozess eben auch die Antioxidantien. Vollkorngetreide enthält erstaunlich hohe Konzentrationen an Antioxidantien, wie Polyphenolen und Carotinoiden. In mehreren Studien wurde eine Vermehrung von Polyphenolen während des Keimens beobachtet. Zum Teil werden sie aus Verbindung mit Zellulose oder Lignin freigesetzt. Zum Teil werden sie neu gebildet. Das siehst du hier, 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 hier und hier. Artiges passiert auch bei braunem Reis. Das siehst du hier und hier. Und bei Hafer, da gibt es diese Studie. Bei Buchweizen siehst du es hier. Bei Boxhornklee hier und bei Quinoa hier. In Buchweizen steigen die Mengen an den bekannten Antioxidantien Rutin und Katechin deutlich an. Quercetin wird auch mehr gebildet, aber weniger stark wie die eben gerade genannten. Es gibt ein Forscherteam um Thome und Sanchez rum, die haben einen Anstieg der Polyphenole festgestellt, aber daneben sogar noch eine entzündungshemmende Eigenschaft von gekeimten Weizen. Das sieht man hier und hier. Ein Forscherteam offenbarte in der Zusammenfassung ihrer Studie eine überraschende Erkenntnis, nämlich die OAC-Werte, also das Maß für antioxidatives Potenzial einer Substanz, der wässrigen und alkoholischen Extrakte von 10 Tage gekeimten Weichweizen lagen bei 39 bzw. 48 und damit höher als die Werte, die für viele natürliche Extrakte oder Gemüse berichtet werden. Das belegt die enormen Veränderungen, die im Keimling stattfinden. Ein interessantes Ergebnis in dieser Untersuchung war der Vergleich mit einer Nahrungsergänzung, also Weizengras-Tablette. Die in der Tablette gefundene antioxidative Kraft konnte mit den Werten des gekeimten Weichweizens bei den meisten Untersuchungen bis zu Tag 8 mithalten. Danach waren die Weizenkeimlinge klar besser. Das zweite interessante Ergebnis dabei war, dass der Gesamtgehalt an antioxidativen Substanzen, also Flavonoiden und so weiter, bei den Keimlingen, die in Erde plus Nährstoffen gezogen wurden, wesentlich höher war als bei Keimlingen, die in Wasser plus Nährstoffe oder nur Erde wuchsen. Jetzt geht's weiter. Zur Frage nach den sogenannten FODMAPs habe ich aber ein komplett eigenes Video gemacht und das kannst du hier finden und wir verlinken das auch nochmal in der Description unter dem Video. Denn Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte sind reich an Nährstoffen, werden aber von einigen Personen mit Magen-Darm-Erkrankungen aufgrund des hohen Gehalts an fermentierbaren Oligo-, Di- und Monosacchariden, also FODMAPs, häufig gemieden. Auch zum Gluten habe ich ein eigenes Video gemacht, das findest du hier. Jetzt frage ich mich aber, ob sich auch Gluten im Keimprozess abbaut. Die einfache Antwort, ja. Zum Verständnis der Ergebnisse, Gluten ist ein Sammelbegriff für mehrere Eiweiße in vielen Getreidesamen. Die Hauptuntergruppe in Weizen sind Gliadine und Glutenine, diese zwei.
die zusammen 80% des gesamten Eiweißes ausmachen. Und Folgendes haben die Forscher herausgefunden. Die Glutenproteine werden während der Keimung erheblich abgebaut, auch zum Beispiel in Roggen. In den ersten Stadien der Keimung war der Abbau von Glutenin vorherrschend, während für den Abbau von Gliadin längere Keimzeiten erforderlich waren. Der Abbau der Glutenproteine hat einen weiteren Vorteil. Im trockenen Getreidesamen ist Vitamin B1, also Thiamin, an diese Proteine gebunden. Bei diesem Abbau wird das Vitamin B1 also freigesetzt. Bevor ich jetzt zu meinen Schlussfolgerungen komme, lass bitte ein Abo da und unterstütze somit meine Arbeit an diesem richtig, richtig aufwendigen Video. Also, die Keimung ist eine hervorragende Methode, um das Nährstoffprofil von Körnern und Samen zu verbessern, die Menge an Vitalstoffen zu erhöhen und damit diese ursprünglichen Lebensmittel noch gesünder zu machen. Ein großer Vorteil ist, dass diese Methode auch im kleinen Maßstab zu Hause bestens angewendet werden kann. Selbst wenn du die idealen Bedingungen nicht kennst, gibt es trotzdem oft eine hervorragende Ernte zu Hause. Für die Weiterverarbeitung benötigst du dann aber ein Dörrgerät, wenn du nicht gleich alles frisch essen willst. Also, ich halte mal fest, was ich zum Keimprozess gefunden habe. Die Bioverfügbarkeit vieler Nährstoffe wird stark verbessert. Phytinsäure wird abgebaut und Mineralstoffe werden dadurch freigesetzt. FODMAPs werden abgebaut, Gluten wird abgebaut und Vitamin B1 wird demzufolge freigesetzt. Es bilden sich viele Vitamine und Antioxidantien. Die Vermehrung der Vitalstoffe während des Keims macht aus gekeimten Produkten enorm wertvolle Lebensmittel. Damit sind gekeimte Lebensmittel wirklich der Königsweg, den du nutzen kannst, um deinen Nährstoffbedarf besser zu decken, die gesunkenen Nährstoffgehalte in anderen Lebensmitteln auszugleichen, den erhöhten Anforderungen eines stressreichen Lebens besser zu entsprechen und deine Ernährung wirklich aufzuwerten. Mit diesem Video gibt es jetzt eine Grundlage, die den Trend um gekeimtes Getreide begründet. Und mit über 100 Quellen ist das Ganze wirklich gut hinterlegt. Wenn du alles genauer nachlesen willst, schau in unserem Blog. Den haben wir in der Description unter dem Video verlinkt. Ciao!